Moin zusammen, Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, wie ihr seht, ich bin hier wieder in einer anderen Location auf der Couch. Das heißt, ich bin mit dem Auto gefahren. Und ja, das war zwingend notwendig, musste hier noch zu einem Termin. Und dementsprechend teuer war diese Fahrt, weil ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, die mit dem Auto unterwegs sind und auch die nicht mit dem Auto fahren. Es ist verdammt teuer geworden, gerade mit dem Auto zu fahren. Also das ist nicht mehr normal, was hier passiert. Ich habe auch super viele bei Instagram, könnt ihr mir gerne sowas posten oder zuschicken. Folgt mir da, @83metoo. Habe ich zahlreiche Fotos von Tankstellen, von Zapfsäulen von euch geschickt bekommen. Wer soll das noch bezahlen? Wer soll diese Spritpreise noch bezahlen? Und so heißt es hier in dem Kölner Stadtanzeiger-Artikel, und da habe ich auch zwei Screenshots von euch geschickt bekommen. Diesel ist jetzt teurer als Superbenzin. Habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ein interviewter Tankwart hier aus Köln ebenfalls nicht. Seit 30 Jahren im Geschäft, sagt er. Und dass der Diesel teurer ist als das Super, hat er auch noch nie erlebt. Und das ist absolut nachvollziehbar. Und Diesel kostet je nachdem wo, ich habe Screenshots von 2,03 Euro. 2,03 Euro für einen Liter Diesel. Und Super ist nicht viel günstiger. Auf dem Screenshot, den ich hier bekommen habe, war es dann bei 1,99. Leute, wie sollen wir es weitergehen? Weil ich habe dann auch einige Nachrichten von verschiedenen Leuten von euch gelesen, schon in den Kommentaren und so weiter, und auch geschickt bekommen, Privatnachrichten, wo geschrieben wird, ich brauche nicht mehr zur Arbeit fahren. Das lohnt sich nicht mehr. Ich habe so hohe Spritkosten, so hohe Ausgaben dadurch, da kommt einfach nicht genug bei rum. Es lohnt sich nicht. Ich mache jetzt Hartz IV. Ich melde Hartz IV an. Und ganz ehrlich, ich bin vom Naturell nicht so eingestellt. Nur irgendwo kann ich solche Aussagen mittlerweile wirklich vollkommen nachvollziehen und verstehen, dass es irgendwann in eine Position kommt, das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht mehr auf. Man macht ja auch seine Wirtschaftlichkeitsrechnung ganz einfach. Und das ist ja nur nachvollziehbar. Und jetzt gleich fahre ich nach Hause und ich muss tanken. Und wenn ich auf die Spritpreise gucke, dass ich für super normal, super plus tanke ich ja schon ganz lange nicht mehr, seitdem die CO2-Steuer spätestens da ist. Und wenn ich jetzt überlege, dass super auch schon so 1,92, 1,98 bei uns kostet, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Selbst in Polen ist es teurer geworden, allerdings nur marginal im Verhältnis zu uns. Da hatte mir jemand einen Screenshot geschickt. Ich glaube, 1,37 Euro waren es. Und er war sich ein bisschen am Aufregen, dass es doch so teuer ist. Für polnische Verhältnisse mag das jetzt teuer sein. Für deutsche Verhältnisse würden wir davon träumen. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz klar daran erinnern. Denkt immer daran. Wir haben 4 Steuern. 4 an der Zahl in Deutschland auf dem Sprit. Das heißt, über 75% dieser 2 Euro pro Liter sind Steuern. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Wenn wir jetzt wirklich rechnen, 75% bei 2 Euro, zahlt man 1,75 Euro. Was richtig gerechnet? Nee, 1,50 Euro. So, 1,50 Euro für den Staat. Im Endeffekt ist der Sprit gar nicht so teuer. Die 50 Cent ohne Steuern sind doch fair. Von mir ist noch eine Mehrwertsteuer drauf. Aber warum muss eine Mineralölsteuer, eine Ökosteuer, eine CO2-Steuer da drauf, inklusive dann als 4. auch noch der Mehrwertsteuer, ist doch der absolute Wahnsinn und pure Abzocke von denen, die es tragen müssen. Weil man muss ja auf der anderen Seite noch sehen, wir benutzen eine Straße, keine Frage, ja klar. Davon der Kfz-Steuer und auch hier Mineralölsteuer und so weiter, wird ja hoffentlich mal ein bisschen was an den Straßen gemacht. Wenn ich mir aber auf der anderen Seite die Straßen angucke, wie viele Schlaglöcher wir haben, wie kaputt die Straßen sind, wie schlecht, wie marode unsere Infrastruktur ist, sehe ich nicht ein, so viel Geld für Sprit zu bezahlen, für das, was ich zurückbekomme. Das ist eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Sondern auf der anderen Seite muss man auch wirklich dazu sagen, es benutzen auch Fahrradfahrer die Straßen. Klar, die haben ein geringeres Gewicht, mit E-Bikes mittlerweile schon ein bisschen mehr, je nachdem, wie dick die Person ist, die drauf sitzt. Man hat auch eine Abnutzung oder eine Nutzung der Straße. Warum haben wir nicht eine Fahrradsteuer? Das ist doch eine interessante Frage. Gerade jetzt, wo auch ein Lastenrad, was schon einige Kilos mehr wiegt als ein normales Fahrrad oder auch ein E-Bike, die Straße ebenfalls benutzen und abnutzen, wann werden die zur Kasse gebeten? Wäre das nicht vielleicht im Sinne von, wir müssen ja immer alles kollegial machen, der eine zahlt, dann muss der andere auch, oder der eine darf das, dann darf der andere das auch, der eine will genannt werden, dann wird der andere auch genannt, dann soll der eine zahlen und dann sollen die anderen aber auch zahlen. Lasst uns mal anständig in den Kommentaren gerne darüber diskutieren. Das Problem, was ich hier weiterhin noch sehe, ich sehe keinen Ansatz davon, dass auch nur irgendeine dieser 4 Steuern ein bisschen gesenkt wird.
Es wäre absolut angemessen in der aktuellen Situation, um die Bürger weniger zu belasten. Der Staat würde ja dennoch weiterhin dran verdienen, weil gestiegener Ölpreis, gestiegene Steuer, die dazukommt und dann noch oben die Mehrwertsteuer drauf. Das ist schon pervers. Ja, als nächstes habe ich hier mal wieder unseren geliebten Klimaschutzminister Robert Habeck. Das passt nämlich auch hier. Und dann heißt es nämlich hier in einem Meinungsartikel bei der Welt, Zitat, weniger heizen soll den Despoten helfen. Sorry, treffen, Fragezeichen. Habeck muss sich ehrlich machen, heißt es hier. Und es ist faszinierend. Es wurde wohl wirklich offiziell von Habeck gefordert, so verstehe ich den Artikel, Zitat, die Verbraucher sollen Energie sparen. Damit es Putin ein klein bisschen schadet, findet Wirtschaftsminister Habeck. Das wird nicht ausreichen, ist die Antwort in dem Artikel im Umkehrschluss. Also, wie kann man denn so etwas vom deutschen Volk fordern? Vielleicht sollte man mit einer Zeitmaschine ein paar Jahre zurückreisen und die Grünen genauso wie auch Merkel mal ein bisschen aufrütteln. Hallo, guckt meinen YouTube-Kanal beim Olli zum Beispiel oder auch andere zahlreiche Leute, die sich darüber geäußert haben, dass wir in einer zu großen Abhängigkeit sind, dass es nicht funktionieren wird, unsere Energieversorgung auf diese Art und Weise. Es ist doch einfach nur schier lächerlich. Oder sehe ich das falsch? Und das genaue Zitat von Habeck steht hier auch. Wenn man Putin ein klein bisschen schaden will, dann spart man Energie. Wir haben zwar jetzt die letzten Tage hier ein schönes Tief mit ordentlich tollem Wetter, sonnig, was haben wir? Nee, habe ich kein Thermometer, aber so um die 10 Grad hatten wir jetzt heute Mittag. Toll, das könnte man wirklich genießen. Aber das hatten wir nicht vor 2 Wochen. Und das wird auch nicht, sorry, bestimmt nicht mehr so lange anhalten, sodass wir das Problem haben, dann werden wir die Heizung wieder anmachen. Und soll man sie dann auslassen? Was soll man denn dann noch machen? Wisst ihr? Also ich habe die letzten Monate schon wirklich genug gelitten unter unserer Regierung und der Situation, was hier passiert mit gestiegenen Preisen, allem drum dran. Und es wurde nichts getan von diesem Staat. Es wurde gar nichts getan. Und ich habe gerade gestern ja auch darüber berichtet, Ölreserven in Deutschland sollen ja jetzt hier genutzt werden. Merke ich nichts von. Im Gegenteil. Spritpreise gehen nur noch hoch. Wo sind die Alternativen? Wo sind die Möglichkeiten? Herr Habeck, wann kommt endlich die Analyse, ob die Atomkraftwerke jetzt doch weiterlaufen? Ob man eine Verlängerung hier macht? Wann kommt so etwas endlich? Das, was der Bürger jetzt benötigt. Ich sehe hier nur schiere Überforderung. Als nächstes habe ich hier einen interessanten Artikel. Man versucht es ja jetzt auch noch über die Oligarchen, dass man ihnen das Leben schwer macht, versucht Konten einzufrieren, versucht natürlich auch Villen und Yachten und alles Mögliche zu beschlagnahmen. Und ganz interessant ist dann ein Artikel dazu hier in der Welt, den ich gelesen habe, Zitat, die konfiszierte Yacht des russischen Milliardärs Usmanow war ein Zufallstreffer. Ansonsten gestaltet sich die Suche nach Immobilien von Russen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, als sehr schwierig. Wegen falschem Datenschutz. Frankreich könnte als Vorbild dienen und so weiter. Dann geht es darum, dass in Deutschland wirklich relativ schwierig ist, rauszukriegen, ja, der hat jetzt dort den Besitz, der hat den Besitz und alles, das können wir jetzt konfiszieren, das können wir jetzt machen, dieses Haus wird jetzt hier beschlagnahmt von der Regierung oder diese Wohnung und ähnliches. Und wenn wir jetzt hier in die Kommentare gucken, sehe ich mich da wirklich komplett wieder. Da erkenne ich mich nämlich wieder, wenn der Andreas R. hier nämlich schreibt, komisch, wenn es um meine Grundsteuer geht, hatte das Finanzamt wenig Probleme, per Info durch das Bauamt an meine Daten zu kommen. Scheinbar bin ich zu wenig vermögend, um out of focus zu sein. Und genau das ist doch das Thema, Leute. Wir hier in Deutschland sind komplett gläsern. Wenn man normalsterblicher, durchschnittlicher, mittelständiger Bürger ist, bist du komplett gläsern. 1984 pur. Die wissen, wenn du umziehst, kommt direkt der GEZ-Brief. Du meldest dich nicht. Nein, das kommt direkt automatisch von denen. Grundsteuer. Die wissen immer direkt, wo sie die Kohle holen. Du hast zig Briefe. Ich habe ein Grundstück gekauft im letzten Jahr, wie ihr wisst, für den Bau des Hauses. Natürlich. Ich habe so viele Steuern und so viele Zahlungen und so viele Schreiben von Stadt und Gemeinde, Kommune und alles Mögliche bekommen, wo ich noch nicht mal wusste, dass sie existieren. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Aber wenn es dann darum geht, hier solche Sanktionen und Ähnliches durchzuführen, untouchable. Und das kann es nicht sein. Aber das sehen wir in jeglichem Bereich wieder. Das sehen wir in jeglichem Bereich, Leute. Das, was in diesem Land hier funktioniert, sind Steuern. Was anderes funktioniert hier doch schlicht einfach gar nicht mehr. Kleines Stichwort Überleitung. Rundfunkbeitrag nochmal mit reingenommen, weil man soll ja nicht verschlafen, weil wir jetzt alle hier Richtung Ukraine gucken, sondern fokussieren auch auf die Sachen, die gerade noch laufen.
Neue Regelung könnte 2022 zur Kostenfalle werden. Serviceleistung hier an meiner Stelle. 2,5 Millionen Zahler des Rundfunkbeitrags, schreibt der Weser-Kurier, werden ab 2022 nicht mehr regelmäßig an die Fälligkeit der Gebühren erinnert. Und da müsst ihr nämlich höllisch aufpassen, wenn ihr nämlich sagt, ja, ich lasse mich daran erinnern und dann zahle ich das. Nee, das wird so nicht mehr stattfinden. Also da ein bisschen manuell selber aufpassen, damit da nichts passiert. Also das ist schon sehr, sehr krass. Und dazu auch noch passend hier vom Karlsruhe Insider, so heißt die Website, gibt es nämlich die Info. Vom Januar bis September 2021 waren es 596 Millionen Euro, die nicht bezahlt wurden an die GEZ. Sprich, weil Leute keine Kohle haben, nachvollziehbarerweise gerade im letzten Jahr, oder aber weil sie sich weigern, weil sie diese Sache nicht bezahlen möchten. Und im Jahr 2020 insgesamt waren es nämlich 903 Millionen Euro, also Verweigerer. Das ist aber interessant, die Interpretation von ARD, ZDF und Deutschlandradio, also DGZ, heißt nämlich hier, erklärt sich der Verlust vielmehr so, dass bei den meisten Haushalten finanzielle Gründe als Ursache dienen. Da wird nicht mal der Ansatz genommen, vielleicht haben wir nicht ganz ausgewogen berichtet. Vielleicht möchten die Bürger doch nicht Traumschiff, was weiß ich, Musikantenstadel und sonstigen ganzen Sachen gucken, sondern man sollte sich mal ein bisschen reduzieren und fokussieren auf Kernthemen. Schade. Haut rein, bis zum nächsten. Schönes Wochenende euch, trotz allem. Bis denn.